Entschuldigung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Johanna Hasting. Im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Und bevor wir mit der Krypto-Party und Jimmy Schulz beginnen, übergebe ich das Wort zunächst an unsere Europaabgeordnete Nadja Hirsch. Du kannst auch das Mikro nehmen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hier in den Gasteig gefunden haben, in die Black Box. Und vielleicht auch ein bisschen ein Symbol dafür, dass ja, unsere Daten hier in diesem Raum bleiben, geschützt sind und geschützt werden. Und ich freue mich sehr, dass Sie vor allem auch schon zu dem ersten Teil gekommen sind, zu unserer Crypto Party Light. Für den einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff, der so gar nicht klar ist, was es denn sein mag. Crypto Partys finden schon seit einer ganzen Weile statt. Normalerweise bringt auch jeder sein eigenes Gerät mit und dann kann man direkt an dem Gerät auch was machen. Das ist heute jetzt in diesem Rahmen nicht möglich, deswegen nur einen, also sozusagen eine Krypto-Party light. Und da freue ich mich besonders auch Jimmy Schulz heute als Referenten hier begrüßen zu dürfen. Und uns eint, dass wir jeweils die erste Krypto-Party gemacht haben. Jimmy Schulz im Bundestag, ich selbst habe die erste Krypto-Party im Europäischen Parlament gemacht. Und zwar letztes Jahr, als wir festgestellt haben, im Europäischen Parlament, die E-Mails werden nicht verschlüsselt. Und wir haben aber zugleich einen Unterausschuss, der die NSA-Spionageaffäre aufklären soll. Ist natürlich ein bisschen suboptimal, wenn da mal jeder mitliest, wenn wir da unsere Informationen austauschen. Und das war spätestens der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, also da müssen wir doch jetzt auch im Europäischen Parlament mal dringend etwas tun. Und das hat leider noch immer ja, sehr viel Bürokratie mit sich gezogen. Und es hat noch sehr viel länger gedauert, bis wir dann überhaupt die Möglichkeit hatten, jetzt zumindest die E-Mails mal formal zu verschlüsseln. Aber ich sage mal, diese erste Krypto-Party im Europäischen Parlament hat zumindest dazu geführt, dass auch der Präsident des Europäischen Parlaments, Schulz, gemerkt hat, Datenschutz ist ein Thema, auch für die Abgeordneten. Und insofern freue ich mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit Jimmy Schulz auch mal ein bisschen hinzuschauen, was kann jeder Einzelne tun. Weil das eine ist, die Politik kann die Rahmenbedingungen setzen, ja, aber auch hier ganz im liberalen Sinne, Sicherheit gibt es keine hundertprozentige und jeder Einzelne ist letztendlich auch für seine Daten verantwortlich. Und was man im kleinen Rahmen tun kann, da freue ich mich, dass Jimmy Schulz uns jetzt einen Überblick geben wird. Vielen Dank. Ja, guten Abend und erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich will Ihnen vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, warum ich das eigentlich mache. Sie kennen mich vielleicht als Politiker. Warum redet der denn jetzt plötzlich auch über Verschlüsselung oder Kryptographie? Ich habe direkt nach der Schule angefangen, politische Wissenschaften zu studieren. Keine Angst, es dauert nicht lang, die Geschichte. Ich komme dann schon noch zum Thema. Aber ich wollte es Ihnen nur kurz erklären. Und habe mich dann entschlossen, politische Wissenschaften zu studieren. Und mein Vater meinte dazu, das ist eine sehr gute Idee, aber mach mal lieber noch einen Taxischein dazu. Das sonst wird aus dir nichts. Das habe ich dann nicht gemacht, sondern ich habe eine Internetfirma gegründet und mich intensiv mit den, also in den Anfängen des Internets, so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre beschäftigt. Und wir haben selber auch Software programmiert, so unter der Motorhaube des Internets. Wir haben weltweit das erste Programm geschrieben, mit dem man Internetdienste abrechnen kann. Das heißt, was kostet eigentlich eine E-Mail für denjenigen, der sie anbietet? Und das war insbesondere auch interessant für größere Unternehmen, die das intern mal auf Kostenstellen runterbrechen wollten. Was kostet denn dieser ganze Internetzirkus, den wir da veranstalten? Wir haben dabei, ist eine Software rausgekommen, die wir selber programmiert hatten, die wir dann, als wir festgestellt haben, was sie eigentlich alles kann, Big Brother getauft haben. Big Brother, Sie kennen das vielleicht aus dem Buch 1984, diese wirklich Totalüberwachungsvision, die schon 1948 aufgestellt wurde. Und wir haben wirklich ein solches System entwickelt und uns wurde klar, verdammt nochmal, wir haben eine Waffe entwickelt und keine Software. Wir haben das so nie verkauft, das System. Aber in dem Moment wurde mir klar, wir müssen uns mit dem Thema intensiver beschäftigen und zwar eben auch politisch und nicht nur technisch. Ich habe dann genau über das Thema meine Diplomarbeit geschrieben. Was bedeutet eigentlich Verschlüsselung im politischen Kontext? Wie können wir uns vor der NSA schützen? Das war aber nicht jetzt letztes Jahr, sondern vor 16 Jahren, als ich diese Arbeit geschrieben habe. Da hat sich da auch noch niemand für interessiert.
Meine Firma ist dann mit diesem Produkt, was wir so abgeschwächt haben, dass es eben nur noch ein reines Abrechnungssystem ist und nicht mehr alle Inhalte mitlesen kann, an die Börse gegangen. Und dann habe ich mein Diplom abgeschlossen, meine Firma verkauft und gesagt, ich saß da schon zu der Zeit 2 Jahre in der Expertenkommission des Deutschen Bundestages zur sogenannten Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Da hatte mein Lieblingsinnenminister Otto Schilly die großartige Idee, mir eine schwarze Kiste in meine Firmenräume zu stellen, da wo unsere Server, unsere Computer stehen, damit er mich und meine Kunden bespitzeln kann. Ich dachte, das ist keine gute Idee, das ist verfassungswidrig, das ist wirtschaftlicher Unfug und technischer Nonsens. Und war dann eben in dieser Expertenkommission des Bundestages für 2 Jahre, habe versucht, Politikern zu erklären, warum das keine gute Idee ist, so etwas zu machen. Gerade in Deutschland keine gute Idee ist, mit der historischen Erfahrung von 2 Überwachungsstaaten im letzten Jahrhundert. Die haben das nicht verstanden und irgendwann ist mir dann 2000 der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, ich sitze auf der falschen Seite von diesem Tisch und bin der FDP beigetreten und habe gesagt, jetzt muss ich in den Bundestag. Es hat dann 9 Jahre gedauert, bis ich dann dort war und dann saß ich immer noch neben denselben Leuten, die das immer noch nicht verstanden haben. Deswegen habe ich dann auch dort versucht, im Bundestag in den entsprechenden Ausschüssen, ich saß im Innenausschuss, der sich ja mit der ganzen Sicherheit der Republik auseinandersetzt, unter anderem, aber auch in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft, in der wir ja Art Grundlagenforschung für Politisches, was das Internet betrifft, betrieben haben und auch im Unterausschuss Neue Medien, jeweils als Obmann für die FDP-Fraktion. Und als Politiker bin ich natürlich auch viel, viel gereist, logischerweise auch als Mitglied des Innenausschusses oder in meiner Funktion als einer der ganz wenigen sogenannten Internet- oder Netzpolitiker, wie wir uns selber nennen, sehr viel im Ausland gewesen, unter anderem natürlich auch in Ländern, die, sagen wir mal, das Verständnis von Privatsphäre etwas anders interpretieren, als wir das hier in der Bundesrepublik tun. Ich war also unter anderem auch in Moskau, in Peking, in Baku, Aserbaidschan, aber auch in San Francisco. Und auch das ein Land, das diese Privatsphäre vielleicht manchmal etwas anders interpretiert. Und da hatte man mir vorher bei den Sicherheitsanweisungen immer gesagt, ja, seien Sie bloß vorsichtig im Hotelzimmer, ja, tun Sie nichts im Hotelzimmer, von dem Sie nicht wollen, dass es auf Film ist. Oder sprechen Sie nicht laut über Dinge, vertrauliche Dinge, auch in der Öffentlichkeit. Oder schreiben Sie keine E-Mails nach Hause oder in Ihr Büro, von denen Sie nicht wollen, dass die Inhalte, also mindestens 4 oder 5 Geheimdienste mitgelesen haben. Dann habe ich also angefangen, mich mehr und intensiver wieder mit dem Thema Kryptographie zu beschäftigen, vor allem mit der Art und Weise, wie kann ich mich denn in solch unsicheren Umgebungen, auch als Abgeordneter, vor der Beschnüffelung von Staaten, aber auch von anderen schützen und habe dann mal einfach eine kleine Liste von Ideen, wie ich das mache, zusammengestellt und das auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag bereitgestellt. Und das war dann so die ausschlaggebende Idee unter dem Eindruck von Edward Snowden, dass wir das auch vielleicht mal einer breiteren, größeren Menge von Menschen bekannt machen sollten. Und deswegen haben wir dann die Krypto-Party im Deutschen Bundestag organisiert. Seitdem organisiere ich solche Veranstaltungen regelmäßig, also bestimmt alle 2 Wochen quer durch die Republik, aber auch international auf Kongressen erzähle ich darüber, wie ich mich schütze. Das ist also nicht ein Überblick über die gesamte Marktlage von Werkzeugen, von Programmen, die Sie dafür einsetzen können. Es sind vielleicht nicht mal die allerbesten, sondern es sind die, die für mich funktionieren. Und die haben also die letzten Jahre sich ganz gut bewährt. Und damit will ich jetzt einfach mal anfangen mit den einfacheren Dingen, die jeder machen kann, bis hin zu dieser Paranoia, wo Sie sagen, okay, da kann man also wirklich so das gesamte System so weit abschotten, dass keiner mehr drauf zugreifen kann. Das wird sich so langsam ein bisschen steigern. Aber ich fange mal mit den ganz, ganz einfachen Dingen an. Wenn Sie zum Beispiel mit einem Notebook auf Reisen gehen oder wenn Sie Daten irgendwo speichern, sind die ja auf Ihrer Festplatte normalerweise. In Zukunft wird das zusehends auch das so in der sogenannten Cloud, das heißt also nicht auf Ihrem eigenen Rechner, in Ihrem eigenen 4 Wänden sein, sondern bei einem Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, so nennt man das, gespeichert werden. Aber diese Daten sind im Normalfall nicht verschlüsselt. Das heißt, jeder, der physikalischen Zugriff auf Ihre Hardware, auf Ihren PC, auf Ihren Notebook, auf Ihren Computer hat, jeder, der physikalischen Zugriff auf die Daten auf einem anderen Speicher hat, also in diesem sogenannten Cloud-Speicher hat, hat Zugriff auf Ihre Daten, die Sie dort speichern. Das sind manchmal vollkommen unwichtige Daten, von denen Sie sagen, die sind nicht besonders schützenswert, aber schon die Urlaubsfotos sind doch auch eher private Dinge, die eigentlich niemand etwas anderen angehen. Oder auch mal der Liebesbrief oder auch vielleicht mal für einen Unternehmer einen Vertrag, ein Angebot.
das gesichert irgendwo gespeichert werden soll. Das würde man vielleicht solche Verträge früher in einem Safe lagern, aber heute speichert man sie gedankenlos vielleicht doch dann in der Cloud und sind dann dort nicht gesichert. Es gibt ein relativ einfaches Programm, was von der Bedienung her auch so simpel ist, dass man das relativ gut nutzen kann. Das nennt sich TrueCrypt, also die echte Verschlüsselung. Ist Open Source, das ist ganz wichtig. Open Source heißt, dass jeder, der dazu befähigt ist, auch nachprüfen kann, dass dieses Programm nur das tut, was es tun soll. Das heißt, ich habe Zugriff auf den Originalcode, auf das Originalprogramm des Programmierers und kann das nachlesen, was der damit gemacht hat. Das ist besonders wichtig, gerade in der Kryptographie, weil nur damit, also wenn ich Zugang zu diesem Original, sogenannten Source Code habe, also dem Originalprogramm, kann ich auch überprüfen und beweisen, dass dieses Programm auch sauber und sicher ist. Deswegen ist TrueCrypt ein gutes Beispiel dafür. TrueCrypt verschlüsselt Dateien, verschlüsselt Festplatten, verschlüsselt aber auch USB-Sticks zum Beispiel. Das heißt, ich kann damit auf meiner Festplatte einen Bereich festlegen, bei dem ich sage, dieser Bereich ist verschlüsselt. Das wird dann zum Beispiel unter Windows als ein eigener Buchstabe geführt. Sie kennen das vielleicht unter Windows. Da gibt es das Laufwerk C, das ist Ihre Festplatte, oder D, E, F. Und dann haben Sie dann noch einen weiteren Buchstaben. Und wenn Sie dort Daten speichern, sind die komplett verschlüsselt. Und da kommen auch nur noch Sie dran und die Leute, denen Sie das Passwort dazu gegeben haben. Andere kommen da nicht mehr dran. Auch wenn die Festplatte geklaut wird, wenn das Notebook geklaut wird. In Großbritannien gehen jährlich zigtausende Regierungs- und Behörden-Notebooks verloren, die irgendwo in der U-Bahn liegen gelassen werden, mit hochsensiblen Daten. Wären diese alle verschlüsselt, wäre das, sagen wir mal, höchstens ein materieller Verlust, aber kein Verlust an relevanten Daten. Auch das kann ich wirklich nur dringend empfehlen, nicht nur für den Privatgebrauch, sondern natürlich auch gerade in Unternehmen. Dort werden ja auch viele Notebooks immer mal wieder verloren gegangen oder liegen gelassen oder auch einfach geklaut. Und wenn dort unverschlüsselt sensible Daten drauf sind, ist es natürlich meist größerer Schaden als nur die Hardware, die dann da geklaut wurde. Also TrueCrypt, Sie können übrigens alles, ich habe deswegen keine Präsentation gemacht, weil ich lieber rede, als mich an einer PowerPoint-Präsentation entlang zu hangeln. All diese Informationen finden Sie auch auf meiner Homepage, da sind auch alle Links, das ist viel einfacher, als sich das hier alles mitzuschreiben. Kann ich Ihnen nochmal schnell sagen, jimmy-schulz.de. Dort finden Sie einen Link, da sind alle Programme, über die ich heute rede, und auch eine kleine, also sagen wir mal, Kurzanleitung dabei, wie man sie einsetzt. Dafür ist der Rahmen hier jetzt auch ein bisschen zu klein und zu kurz. Wir können aber gerne auch nochmal eine richtige Krypto-Party machen, da bringen Sie alle Ihre Rechner mit und Ihre Mobiltelefone und dann richten wir das in kleinen Arbeitsgruppen ein, aber das geht jetzt natürlich in einer halben Stunde, ist das nicht zu leisten. Also TrueCrypt kann ich dringend empfehlen. Es gibt noch eine, sag ich mal, weitere Steigerung, wie man sowas machen kann, die ich auch selber benutze. Ich habe zum Beispiel alle meine Daten gar nicht auf der Festplatte meines Notebooks oder meines PCs abgespeichert, weil sonst müsste ich die ja auch immer alle untereinander synchronisieren, sondern ich habe die alle auf einem USB-Stick abgespeichert, den ich dann in den jeweiligen von mir benutzten Computer einstecke. Dieser USB-Stick ist komplett mit TrueCrypt verschlüsselt, das geht bei einem USB-Stick. Das heißt, wenn ich den in einen Computer reinstecke, sieht der Computer erstmal gar nicht, dass es diesen USB-Stick gibt, sondern der ist einfach als leerer USB-Stick da und wird nicht erkannt. Und nur wenn ich die Software TrueCrypt genau darauf hin zeige, dann entschlüsselt sich das und ich sehe alle Daten, die auf dem TrueCrypt USB-Stick drauf sind. Und ich kann den auch immer bei mir tragen. Das heißt, den habe ich in der Hosentasche und nicht irgendwo im Hotelzimmer liegen oder in der Firma rumliegen die Daten, sondern ich habe sie immer in meiner Hosentasche. Ich nenne das die sogenannte Pocket Cloud. Sehr praktisch übrigens. Ja, wer aber schon Cloud-Dienste nutzen will, und ich verstehe das, weil das unheimlich praktisch ist, wenn man eben nicht ständig einen solchen USB-Stick mit sich herumschleppen will oder Daten einfach synchron halten will auf allen Geräten, die man nutzt. Das ist dieser große Leistung dieser Cloud-Dienste, nämlich dass ich auf meinem Smartphone, auf meinem Laptop und auf meinem PC zu Hause, ebenso wie auf meinem PC im Büro zum Beispiel, überall die gleichen Daten verfügbar habe, weil sie über einen zentralen Dienstleister synchronisiert werden über das Internet. Das ist eine tolle Sache. Am weitesten verbreitet für solche Dienste sind zum Beispiel iCloud von Apple, zum Beispiel Dropbox, kennen vielleicht auch schon viele. Und all diese Dienste haben eins gemeinsam, sie verschlüsseln die Daten nicht auf dem Speicher. Das heißt, der Transportweg ist zwar verschlüsselt, das heißt, bei dem Übertragen der Daten werden diese Daten zwar sicher gehalten, aber wenn sie dann dort liegen bei dem Anbieter, sind sie unverschlüsselt und für den Anbieter auch zugänglich. Und damit übrigens auch für alle Sicherheitsbehörden und für alle Hacker.
Das muss man wissen. Wer also da doch sicherheitsrelevante Daten speichern will, kann sich auch schützen. Es gibt dafür zwei Wege. Das eine ist eine junge Firma aus Augsburg, die eine ganz tolle Idee hatte. Das Produkt nennt sich Boxcryptor. Mit Boxcryptor, das läuft auf allen Betriebssystemen, auf allen Telefonen, kann ich Daten verschlüsseln auf meinem Gerät, nutze aber hin weiterhin iCloud oder Dropbox, aber nur, dass dort dann die Daten dort verschlüsselt hinterlegt werden. Also eine ganz gute Idee. Weiteres nur, also der Vollständigkeit, ich nutze selber zum Beispiel einen Dienst, der nennt sich Voila. Das ist eine französische Firma mit Sitz aber in der Schweiz. Das heißt, die Daten lagern in der Schweiz. Das ist ein solcher Cloud-Dienst, gibt es auch für alle Smartphone-Systeme, also für das iPhone, für Android-Telefone, aber auch für Apple-Computer, für Windows-Computer, für Linux-Computer. Und das ist ein solcher Cloud-Dienst, der eben wirklich eine komplette Verschlüsselung anbietet. Selbst der Anbieter dieses Dienstes kann auf die Daten nicht zugreifen, weil er sie nicht sehen kann. Er kann nur verschlüsselten Datenmüll sehen. Das ist also eine ganz praktische Geschichte, kostet aber natürlich Geld. Die wollen natürlich Geld für diese Dienstleistung haben. Wenn ich jetzt hier mal den Raum schaue, also ich spreche ja auch für sehr unterschiedlichem Publikum, aber wer hier im Raum benutzt denn WhatsApp? Naja, da hinten einige, immerhin. Also, WhatsApp ist eine ganz tolle Sache. Das ist, für diejenigen, die das noch nicht wissen, was das ist, WhatsApp ist sozusagen das neue SMS-Schicken. SMS, Short Message Service, das kennen ja wahrscheinlich die meisten, so Kurznachrichten von einem Mobiltelefon zum nächsten zu schicken, und das bietet eben dieser Dienstleister WhatsApp in einer deutlich besseren und schnelleren und vor allem deutlich günstigeren Variante an. WhatsApp benutzt eben nicht die Telefonübertragung, sondern das Internet zum Übertragen von Telefon zu Telefon. Man kann ganz toll Gruppen aufbauen und Bilder verschicken, und das Ganze kostet nichts. Also kostet nichts ist im Internet immer so eine gefährliche Sache. Diese Firma wurde eben vor 4 Wochen, 6 Wochen für, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, 19 Milliarden Dollar an Facebook verkauft. Warum kauft denn einer, der schon die reichste Mensch der Welt oder einer der reichsten Menschen der Welt ist, so eine kleine Firma? Die haben, glaube ich, keine 400 Mitarbeiter, diese Firma WhatsApp, aber 450 Millionen Kunden. 450 Millionen Menschen nutzen dieses System weltweit. Deswegen habe ich gefragt, das ist also hier nicht ganz repräsentativ, weil ein Großteil der Bevölkerung nutzt das wirklich, auch in Deutschland. Die haben, ich glaube, in Deutschland 40 Millionen Kunden ungefähr, also die Hälfte. Warum ist das so viel wert? Und dann muss man bedenken, dass WhatsApp auch noch ein echtes Problem hat. Die hatten die ganze Zeit in den letzten Jahren immer Sicherheitsprobleme. Das heißt, dass ihre Verschlüsselung, die sie verwendet haben, für die Übertragung der Daten nicht sauber war. Ich habe das auch im Bundestag in der Fraktionssitzung, dass also als hauptsächliches Kommunikationsmittel der nonverbalen Kommunikation, also der zweiten Kommunikationsebene innerhalb einer Fraktionssitzung oder auch Bundestagssitzung genutzt wurde, ich dann gesagt habe, ich kann alles lesen, was ihr da schreibt. Das haben die mir nicht geglaubt. Ich konnte es trotzdem. Die hatten mehrfach Sicherheitsprobleme, die haben sie weitgehend alle behoben, aber auch hier das Problem wieder, die Nachrichten sind auf dem Server, die übrigens alle in den USA stehen, unverschlüsselt. Das heißt, die Firma WhatsApp selbst kann sehr wohl mitlesen, was wir da alle schreiben. Die nutzen das auch übrigens. Das steht auch in deren allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie diese Informationen nutzen dürfen, zum Beispiel für bessere Werbung. Also wer zum Beispiel, wir haben das mal neulich in unserem Verein, den wir gegründet haben, für liberale Netzpolitik mal ausprobiert, was passiert, wenn eine junge Frau, die sonst mit dem Thema nichts zu tun hat, das Wort Kinder bekommen oder Geburt erwähnt, hat sie sofort bei Facebook Werbung in diesem Bereich bekommen. Das kann Zufall sein, muss aber nicht. Aber das eigentlich Schlimme, was WhatsApp macht, und das macht es zu einer fürchterlichen Datenkrake. Jedes Mal, wenn ich mich bei WhatsApp einlogge, wird nicht nur meine Adresse, meine Telefonnummer, mein Geburtsdatum übertragen zu WhatsApp, sondern alle, die ich gespeichert habe. Ich habe in meinem Telefon ungefähr 4.700 Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten gespeichert von 4.700 Leuten. Darunter sind natürlich auch zum Beispiel die privaten Telefonnummern von Ministern, die Privatadressen und Notizen, die ich dazu geschrieben habe, wann ich die getroffen habe, was ich mit denen besprochen habe. All diese Daten werden zu WhatsApp übertragen. Das heißt also, wenn ich mich dort anmelde, also nein, wenn sich jemand von Ihnen dort anmeldet und Sie haben meine Telefonnummer, übertragen Sie meine private Telefonnummer zu WhatsApp, ohne dass ich davon weiß, ohne dass ich dem jemals zugestimmt habe.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass WhatsApp 450 Millionen Kunden hat und jeder mal im Schnitt vielleicht 100 Adressen in seinem Telefonbuch gespeichert hat, dann sind das ganz offensichtlich mehr Adressen, als dieser Planet Einwohner hat. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass WhatsApp vermutlich jede Mobilfunknummer auf diesem Planeten besitzt und eine Zuordnung, wer das ist. Und deswegen hat Facebook 19 Milliarden Dollar dafür bezahlt. Und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, diese Software nicht einzusetzen, dieses App nicht einzusetzen. Denn die werden damit nicht aufhören, das ist das Geschäftsmodell von denen. Es gibt aber sichere Alternativen, also ich spreche sonst nicht so radikal gegen eine Firma, aber bei denen regt es mich wirklich auf. Es gibt brauchbare, gute, sichere Alternativen, es gibt sogar sehr sichere und sehr gute Alternativen, die sind aber von der Benutzung her etwas kompliziert, deswegen benutze ich selbst eine Software namens Threema, wie die die englische Ziffer 3, 3 und MA geschrieben. Das kann das Gleiche, wie das auch WhatsApp kann, nur in sicher. Das ist nämlich in diesem Fall eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich etwas schicke und Sie empfangen das, kann das dazwischen niemand lesen. Das ist komplett verschlüsselt auf dem gesamten Weg des Transportes. Es wird auch nirgendwo anders gespeichert. Das ist der Vorteil Nummer 1. Und der Vorteil Nummer 2 ist, ich jage nicht jedes Mal, wenn ich mich dort einlogge, mein komplettes Adressbuch zu denen, dass sie das verwenden können, sondern die bekommen meine Telefonnummer gar nicht. Sondern diese Telefonnummer wird auch verschlüsselt und dann verschlüsselt verglichen mit anderen Telefonnummern, sodass ich die Kontakte finden kann. Das heißt, es ist eine ernstzunehmende, sichere Alternative, die ich selbst auch verwende. Es gibt noch ein paar Haken an der Software, aber grundsätzlich ist sie von meiner Seite aus sehr empfehlenswert. Und wer Threema benutzt, den kann ich nur raten, steigen Sie um. Es machen immer mehr Leute, insbesondere nach dem Deal von Facebook, als sie WhatsApp gekauft haben, haben eine ganze Reihe, es gab einen riesen Boom plötzlich auf diese Software. Ich hatte vorher vielleicht 100 Kontakte bei Threema, heute sind es ungefähr 500 Kontakte bei Threema, die ich habe. Also das ist also da mit Sicherheit eine der sicheren Alternativen und ich kann es grundsätzlich auch, macht jede Menge Spaß, mit vielen Leuten auf einmal in Kontakt zu bleiben. Wer dafür die Zeit hat, ist eine gute Sache. Mein Threema-ID, sodass Sie mich kontaktieren können, kann ich Ihnen gerne nachher noch sagen. Hauptsächlich wird aber über das Internet immer noch über E-Mail kommuniziert. E-Mail ist das weiterhin meistgebrauchte Kommunikationsmittel im Internet, übrigens auch in der Geschäftswelt natürlich weiterhin Kommunikationsmittel Nummer 1 und deswegen natürlich auch besonders gefährdet, was zum Beispiel Wirtschaftsspionage, Industriespionage, aber auch einfach Spionage von Hackern, wenn es um private Daten geht, Spionage von auch von Staaten natürlich, weil das am einfachsten abzugreifen ist. Und leider eben auch bis heute noch am schwierigsten sicher zu machen ist. Denn der Standard E-Mail ist schon einfach ein paar Jahre alt. E-Mail gibt es seit den 80er Jahren und hat sich daran in den letzten 30 Jahren nicht viel geändert. Es gibt seit 25 Jahren ungefähr, 24 Jahren brauchbare Verschlüsselung, auch für E-Mail. Es hat sich als Standard dort der Pretty Good Privacy Standard etabliert. Die gibt es, ist entwickelt worden von einem Phil Zimmermann, der sich unheimlich mit Privatheit, Privatsphäre und Verschlüsselungstechnologien auseinandergesetzt hat. Und dieser Phil Zimmermann hat ein verhältnismäßig schlaues System entwickelt, wie man E-Mails absolut sicher verschlüsseln kann. Es gilt bis heute als das ausgereifteste Verschlüsselungstechnologie überhaupt, mit dem Haken, dass sie auch noch, sagen wir mal, bei der Benutzerfreundlichkeit noch deutlich dazu gewinnen könnte. Das ist schon eine Sache, die nicht mehr so einfach mal in 5 Minuten zu erklären ist und auch nicht in 5 Minuten zu installieren ist. Sondern man muss sich dafür schon auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen, um es zu installieren und dann noch mal vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich mache das gerne, ich erkläre das auch gerne, nur leider jetzt in dem sehr kurzen Rahmen nicht machbar. Aber dazu finden Sie auch Links und sehr gute Erklärungen im Internet. Es wird auch immer wieder Krypto-Partys auch mit mir angeboten, wo Sie sich auch mit Ihrem eigenen Rechner, mit dem Laptop vorbeikommen können und sich das zeigen lassen können, wie das geht. Oder auch mal vielleicht wagen, es einfach selber auszuprobieren. Das Ganze funktioniert richtig sicher und mit 2 Haken, denn es benutzt den vorhandenen E-Mail-Standard. Das heißt, im Klartext muss natürlich weiterhin sichtbar sein, die Adresse, von wem es abgesendet wird, an wen es gesendet wird, wann es gesendet wird und das sogenannte Subject, also die Betreffzeile, die wird nicht verschlüsselt.
da ist man ja frei, was man da reinschreibt. Da muss man ja nichts Relevantes reinschreiben, aber es bleiben die sogenannten Metadaten, nämlich dass eine E-Mail von dem einen zu dem anderen zu einem bestimmten Zeitpunkt gesendet wurde, die bleibt öffentlich für jeden einsehbar. Das ist sozusagen ein kleines Teilproblem, weil damit können sich zum Beispiel Verbindungsnetzwerke, wer mit wem kommuniziert, lassen sich damit ja sehr wohl nachvollziehen. Diese Daten nutzen auch alle, insbesondere die Geheimdienste. Aber es ist vollkommen klar und offen, wir wissen seit Edward Snowden, dass die USA und einige andere einen Großteil dieser E-Mails auch wirklich mitlesen. Da sitzen jetzt nicht wie früher bei der Stasi irgendwelche Leute, die das per Hand dann lesen, sondern das wird automatisiert ausgewertet, nach Stichwörtern durchsucht oder auch nach Kommunikationsnetzen ausgewertet. Aber nichtsdestotrotz, ich kann nur jedem empfehlen, auch das hier zu verschlüsseln, insbesondere natürlich auch im beruflichen Umfeld, im politischen Umfeld ist das eine schlaue Sache, weil einfach zu viele Leute das mitlesen können. Also auch jeder Administrator oder jeder, der Zugang auf den Weg dazwischen hat, so eine E-Mail legt ja, bis sie vom Ausgang zum Ziel kommt, geht die über 20, 30, 40 Rechner. Und jeder, der dazwischen sitzt, kann mitlesen. Und da weiß man ja nicht immer, wer dazwischen sitzt. Und deswegen ist es meine feste Überzeugung eine schlaue Idee, hier auch zu verschlüsseln, wobei ich zugeben muss, das ist jetzt nicht so die trivialste aller Verschlüsselungsmethoden. Da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, wie man das eleganter lösen kann. Der zweite Nachteil ist, dass die Metadaten offen liegen. Also ein Nachteil ist schwer zu benutzen, der zweite Nachteil ist, dass sozusagen also die Verschlüsselung nicht vollendet ist. Ja, weil sonst würde man ja eine Kommunikation starten können, die von anderen gar nicht mehr nachvollzogen werden kann. Gibt es denn soweit schon Fragen? Weil dann sonst würde ich jetzt sagen wir mal zu den noch paranoideren Dingen kommen, bevor ich jetzt hier den Saal abhänge. Von welcher? Die E-Mail-Verschlüsselung Pretty Good Privacy, abgekürzt PGP, also PGP. Und die Software selber nennt sich GNU Privacy Guard, GNU PG, also GNU Paula Gustav. Und da aber wie gesagt, auf meiner Homepage, wenn Sie da drauf gehen, ist eine Seite, da sind die ganzen Links zu der Software mit einer kurzen Anleitung, wie man das installieren kann. Jetzt habe ich eine ganze Reihe von Fragen. Vielleicht kann mir jemand mal helfen, weil ich das mit dem... wunderbar, du hast das Mikro bekommen gerade. Hallo Jimmy Schulz. Hallo, grüß dich. Ich wollte nur fragen, ich weiß doch ja nicht, wer von meinen Kontakten, die ich in meinem Smartphone habe, nun bei WhatsApp ist. Ja? Ich auch nicht. Ja, gut. Die Frage ist, wenn ich jetzt dieses, wie heißt das, Streamer installiere auf meinem Smartphone, kann ich dann sicher sein, dass die Kontakte, die ich drauf habe, dass die dann bei Leuten, die bei WhatsApp sind, nicht gelesen werden können? Habe ich das richtig verstanden? Also Threema ist ein komplett eigenständiger, kompletter Ersatz für WhatsApp. Die haben nichts miteinander zu tun, sie können nur das Gleiche. Threema lädt deine Daten nicht zu WhatsApp oder auch nicht zu Threema hoch. Threema ist übrigens ein Schweizer Unternehmen, die Daten liegen auch in der Schweiz mit Schweizer Datenschutzbestimmungen, die nochmal ein bisschen anders sind als die in den USA. Aber nein, du kannst das bei Threema machen, musst es aber nicht, aber du musst es explizit freischalten. Da kommt das Mikrofon, ich bin nicht dafür zuständig. Zusatzfrage zu Threema. Ja. Gibt es die Sicherheit, dass die dort nicht, so wie bei WhatsApp, die Sachen lesen, die wir über Threema verschicken? Also das ist ich hatte ja vorhin von einem, sagen wir mal, kleinen Unsicherheit bei Threema gesprochen. Ich wollte das, will ich gerne noch erläutern, was das bedeutet. Threema ist kein Open Source. Threema, wir können heute nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob Threema wirklich sicher ist und ob die nicht wirklich doch noch etwas mit den Daten machen. Aber so wie die Technologie erklärt ist, so wie sie auch nach einer eingehender Prüfung heute noch standhält, ist Threema erstens sicher, zweitens datenschutzrechtlich sauber, also auch vom Datenschutz her sauber. Aber wie gesagt, der Beweis fehlt, aber der Programmierer, war bis vor kurzem eine One-Man-Show, also ein einsamer Programmierer, überlegt, wie er dieses Problem lösen kann, indem er den Code, wesentliche Teile des Codes freigeben wird. Aber das ist noch in der Diskussion momentan. Dann kann man es ernsthaft beweisen. Ich habe eine Frage zur E-Mail-Sicherheit. Und zwar dieser E-Mail-Exchange-Server, also von Microsoft gibt es hier zum Beispiel. Wie sicher sind die? Also ist das auch so, dass da quasi jeder mitlesen kann? Die E-Mails, die auch da gespeichert sind? Also wenn sie nicht verschlüsselt sind, kann jeder, der darauf Zugriff hat, also der als Administrator zum Beispiel darauf Zugriff hat, die E-Mails mitlesen. Also da meine Firma solche Server administriert, rein theoretisch könnte ich von allen meinen Kunden die E-Mails lesen. Ja, klar.
Mache ich natürlich nicht. Zur E-Mail-Verschlüsselung. Es ist doch richtig, habe ich das richtig verstanden, ja. Wenn ich irgendein Programm habe, also ob Pretty Good Privacy oder ein anderes, da braucht sowohl ich das Programm, ja, als auch mein Partner. Das ist doch, richtig, wenn Sie so wollen, ein dritter Nachteil, weil ich kann nicht einfach meine Mails verschlüsseln, wenn ich nicht beim Partner weiß, dass er das gleiche Programm, ja, hat. Das ist aber ein grundsätzliches Thema der Kommunikation, insbesondere der elektronischen Kommunikation. Jeder, der sendet, kann nur an einen Empfänger senden, der auch ein adäquates Empfangsgerät besitzt. Das ist übrigens bei E-Mail auch so. Ich kann niemanden eine E-Mail schicken, der nur ein Faxgerät hat. Das ist also sozusagen, ich brauche, und da E-Mail ein offener Standard ist und PGP auch ein offener Standard ist, wird nicht vorgeschrieben, dass er ein bestimmtes Produkt hat, er muss nur ein kompatibles Produkt haben. Sei es für E-Mail, sei es aber auch für die Verschlüsselung, weil es gibt mehrere verschiedene Programme, die das können. Aber richtig ist, ich kann nur mit Partnern verschlüsseln, die den gleichen Verschlüsselungsstandard nutzen. Aha. Aber das ist, wie gesagt, in der Kommunikation immer so. Ja, ich kann Faxe nur an Faxgeräte schicken, nicht an Briefempfänger im Moment. Das geht halt nicht. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Wie ist das eigentlich bei dem E-Mail übers Festnetz? Ist das dasselbe Problem? Das heißt, ich müsste auch, wenn ich verschlüsseln will, diese Version dann nehmen, oder? Ist das nur, gilt das für Smartphone oder? Nein, E-Mail ist E-Mail. Also das heißt, das Übertragungsmedium spielt da keine Rolle. Das Internet unterscheidet nicht, ob es über Funk, über Glasfaser, über DSL oder über Modem, Kupferleitungen übertragen wird, das ist dem Internet wurscht. Übrigens, der Server, der die E-Mails verteilt, der weiß das nicht. Der sieht nur eine E-Mail ankommen und schickt sie weiter. Genau, ist vollkommen die gleiche Situation. Eine Grundsatzfrage: Warum mein E-Mail zum Nachbar fährt über Amerika erst? Und gibt es keine lokale Einrichtung, dass ich nur in Deutschland diese weg habe? Oder wie ist das überhaupt? Wie ist das alles organisiert? Ja, also das sind natürlich so Gerüchte, die momentan die Runde drehen. Das hat ja auch der Vorsitzende der Deutschen Telekom, Obermann, damals noch im Herbst gesagt, wir brauchen ein Deutschlandnetz oder ein Schengennetz, weil jede E-Mail über USA gehen würde. Das stimmt so nicht. Das hat er aber, er weiß das übrigens auch, er ist ja nicht gar nicht so, also unbedarft, wie er manchmal sich gibt. Der weiß das sehr wohl, dass E-Mails genauso, das nennt man Routen, also die haben also sozusagen einen vorgeschriebenen Weg, den sie nehmen, hängt aber davon ab, welchen Dienstleister ich dafür nehme. Wenn Sie zum Beispiel Google Mail oder Gmail benutzen, ja natürlich gehen die Mails dann über USA, das ist ein amerikanischer Anbieter. In den meisten Fällen. Die haben natürlich auch Rechner in Deutschland stehen. Aber wenn Sie einen amerikanischen E-Mail-Dienstleister nehmen, dann werden die E-Mails natürlich über USA gehen. Wenn Sie aber einen deutschen E-Mail-Anbieter nehmen und zu einem deutschen E-Mail-Anbieter als Zieladresse schicken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese E-Mail Deutschland nicht verlässt. Außer Deutsche Telekom. Deutsche Telekom tauscht die Daten nicht in Deutschland aus, sondern in Amsterdam. Das ist aber ein sehr, sehr schwieriges Politikum an der Stelle, warum die das machen. Die deutschen Anbieter tauschen alle ihre Daten in Frankfurt aus, am großen Austauschknoten. Da werden alle Dienstleister schmeißen da ihre Kabel zusammen und tauschen die Daten aus. Im Normalfall, wenn man sozusagen von Deutschland nach Deutschland mit deutschen Dienstleistern eine E-Mail schickt, bleibt die auch in Deutschland. Und das ist der Regelfall. Außer man benutzt zum Beispiel immer einen amerikanischen Anbieter. Und dann gehen die Daten über USA. Das ist der einzige Grund. Ja. Warum auch Gmail? Warum auch Gmail nicht über Deutschland diese Mail schickt und er muss unbedingt über die Amerika das schicken? Das ist nicht logisch. Das heißt, wie gesagt, das ist wie jeder andere Produkt. Und wenn ich hier ein Zieladresse in Deutschland habe, dann müsste über Deutschland gehen, nicht unbedingt um Amerika. Das ist eine Entscheidung der Unternehmen, wo die ihre Rechner hinstellen. Also viele stellen ihre Rechner halt nach Irland, weil dort innerhalb der Europäischen Union die lockersten Datenschutzbestimmungen sind. Also Facebook zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wo Gmail die Server hat. Lässt sich ja auch nicht so sagen, Gmail-Server stehen in einem bestimmten Ort in den USA, sondern die sind weltweit verteilt und gespiegelt. Und das Spiegelung ist das Problem. Da sie gespiegelt werden, sind die Daten gleichzeitig in Deutschland und an drei anderen Kontinenten auch noch vorhanden.
Eine Frage, Provider wie T-Online, die bieten seit neuestem Verschlüsselung von E-Mails an. Wie sicher ist das denn? Also, was die großen deutschen Provider gemacht haben, sind zwei Dinge. Erstens haben sie die Untereinanderverschlüsselung, also das heißt das Verschlüsseln vom Transport von einem Provider zum anderen Provider auf Standardverschlüsselung umgestellt, was übrigens schon Standard ist seit 1995. Sie haben es halt nur noch mal jetzt mit einer Pressemitteilung veröffentlicht, dass sie das schon seit fast 10 Jahren tun, seit fast 20 Jahren tun. Das war ein Werbegag meiner Meinung nach. Das zweite ist, dass sie die Verschlüsselung, also drei Dinge, die sie gemacht haben, die Verschlüsselung von meinem Computer, von ihrem Computer zum nächsten E-Mail-Server jetzt auf Zwangsverschlüsselung gestellt haben. Also das heißt, TLS, SSL wird als sozusagen Standard voreingestellt, dass diese Verbindung immer verschlüsselt ist. Was gut ist, konnte man aber übrigens auch schon fast seit 20 Jahren machen. Ist aber sinnvoll. Das heißt aber nicht, dass die E-Mail verschlüsselt ist, sondern sie ist nur auf dem Transportweg verschlüsselt. Auf dem Server ist sie wieder als Klartext da. Es wird also nur beim Transport, wird sozusagen, sie wird in einem, Sie müssen sich das vorstellen, Sie geben die E-Mail, also Ihren Brief in einen Safe und dieser Safe wird dann zu Ihrem Provider gefahren, dort wird der Safe aufgemacht und der Brief im Klartext wieder rausgenommen. Das ist das, was Sie jetzt machen. Das Dritte, was passiert ist, ist die E-Mail. Die E-Mail, was viele jetzt anbieten, 1&1, Deutsche Telekom und viele andere auch anbieten, ist ein der Versuch, das Post, die Posttradition auf die E-Mail zu übertragen. Das heißt, Sie können dort Einschreiben verschicken, Sie können dort rechtssicher, also das heißt, wenn etwas die Schriftform erfordert, dann können Sie das mit der E-Mail tun. Was die E-Mail nicht ist, es ist nicht sicher. Es ist keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das war aber auch nie so behauptet worden. Es wird nur in der Werbung vielleicht, sagen wir mal so, also der Eindruck könnte entstehen, dass es so wäre, aber die E-Mail ist definitiv nicht sicher. Es ist ein Ersatz für bestimmte Brieffunktionalitäten, die man bisher eben hatte, wie zum Beispiel die sichere Zustellung und der Ersatz der Schriftform. Mehr ist es nicht. Hallo Herr Schulz. Ich habe eine zugegebenermaßen sehr tiefgreifende Frage nochmal zur E-Mail-Verschlüsselung. Die ziemlich sichere Verschlüsselung, mit der die E-Mails hin und her geschickt werden, basiert ja, glaube ich, auf RSA, wenn ich das noch richtig habe. Ja, unter anderem. Genau, kann also ich üblicherweise, ich frage jetzt mal für den Fall RSA-Verschlüsselung, weil da gibt es zumindest in der IT-Szene ziemlich hartnäckige Gerüchte, dass gerade die NSA da eine Hintertür offen hat. Ist ja offen zugegeben, dass RSA 20 Millionen bekommen hat für eine Hintertür. Richtig, RSA das Unternehmen, ja. Das Unternehmen hat 20 Millionen dafür kassiert, dass sie eine Hintertür einbauen. Also so jedenfalls habe ich es aus der Presse. Ob das Beweise dafür habe ich nicht, aber das scheint relativ genau, zu sein. Es gibt das Unternehmen RSA, das unter anderem die Verschlüsselung vertreibt, aber RSA ist ja auch ein Verschlüsselungsalgorithmus, der eben von den drei Mathematikern entdeckt wurde, nach denen ist es ja benannt. Also ich meine jetzt nicht die Firma, sondern den Verschlüsselungsstandard. Und jetzt frage ich Sie, ob Sie da irgendwie weitergehende Informationen haben, ob da gerade in dieser Verschlüsselung, vielleicht, weiß nicht, Sie als Bundestagsabgeordnete hatten Sie ja die Möglichkeit, sich vom Bundesnachrichtendienst oder Ähnliches briefen zu lassen, ob da irgendwie die Möglichkeit besteht, dass da im Standard selber vielleicht eine Hintertür eingebaut wurde von der NSA. Also zu RSA weiß ich es nicht und der BND hat mir dazu nichts gesagt und wenn er es gesagt hätte, dürfte ich es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ne? Weil ich das, wenn dann, in einer geheimen Sitzung erfahren hätte. Also ich benutze kein RSA, deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Ja, ich habe nur die Frage, GMX und R-Core, sind die auch in Amerika oder sind die in Deutschland? Das sind deutsche Standorte in Deutschland. Beide? Ja. Und geht also nichts über den Fall? Ich kann Ihnen das nicht sagen, weil es hängt davon ab, an wem Sie eine E-Mail schreiben. Wenn Sie zum Beispiel jetzt jemandem schreiben, der einen Gmail-Account hat, oder dann geht die Mail natürlich nach USA. Wenn Sie jemandem schreiben, der einen Telekom-Anschluss hat, dann geht die Mail definitiv über Amsterdam. Zumindest. Ob sie von Amsterdam noch irgendwelche andere Länder, zum Beispiel Großbritannien, geleitet wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Weil das hängt von der Adresse ab. Also Ihre E-Mail lagert aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erstmal in Deutschland. Und wenn Sie jemanden schicken, der nur einen deutschen Anschluss hat, von deutschen Dienstleister, wird sie im Regelfall nicht Deutschland verlassen. Ja, deswegen verschlüsseln. Ich
hätte die Frage zu der Herstellung von Laptops. Ich habe in der Zeitung letztens gelesen, dass Laptop-Hersteller mit dem amerikanischen Geheimdienst kooperiert haben und in die Laptops Bauteile eingebaut haben, die auch, wenn der Laptop offline geschaltet ist, es ermöglichen, dass der Geheimdienst mitlesen kann. Insofern stellt sich für mich die Frage, hat die Verschlüsselung überhaupt einen Sinn? Also falls jetzt jemand, also ein besonders wichtiger Politiker beispielsweise, der kann sich ja dann gar nicht schützen, weil er einerseits ein modernes Laptop braucht, um ins Internet gehen zu können. Auf der anderen Seite liest der amerikanische Geheimdienst bei ihm die sämtliche Sachen mit, wegen dieser Bauteile. Also von daher ist doch eigentlich Quatsch, kann man eigentlich gleich alles sein lassen. Nein, ich habe gesagt, zu dem paranoiden Teil bin ich noch nicht gekommen. Also es gibt Möglichkeiten, sich auch davor zu schützen. Richtig ist, wir haben ein Problem, dass komplett ein Computer sich nicht mehr in Europa, also nicht mehr in Deutschland, aber auch nicht mehr in Europa herstellen lässt. Weil wir nicht alle Bauteile für einen Computer, für einen Laptop in Deutschland oder in Europa herstellen. Das heißt, wir sind hier insbesondere auf Asien und auf USA angewiesen. Das ist ein echtes Sicherheitsproblem. Wir können uns mit so viel Software schützen, wie wir wollen. Wir kriegen die Hardware nicht beweisbar 100% sauber hin. Das wird im Bundestag auch in Arbeitsgruppen immer wieder diskutiert, ob es da einen anderen Ansatz geben kann. Wir hatten so eine Situation übrigens schon mal im Flugzeugbau vor 40 Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist, wie es zum Beispiel jetzt Bundesbehörden machen mit extrem hohen Sicherheitsansprüchen. Die kaufen sich die einzelnen Bauteile von verschiedenen Händlern weltweit unter Tarnfirmennamen zusammen und bauen das Ding selber zusammen. Lassen dann ein erstes Betriebssystem darauf laufen, was von der Hardware gesehen wird, und darauf virtualisiert ein zweites Betriebssystem, was die Hardware nicht mehr sehen kann. So nutzen zum Beispiel die Ministerien ihre Rechner im Ausland. Das ist relativ gut abgesichert. Mit Sicherheit keine hundertprozentige Sicherheit. Ganz kurze Frage. Wenn ich über Word oder... Vor den Mund halten. Wenn ich über Word oder Open Office zu Hause Briefe schreibe auf meinem Computer, der aber Internetanschluss hat, sind die dann auch lesbar von allen oder nur die Mails? Also im Normalfall ist natürlich nur das lesbar, was Sie auch aktiv ins Internet verschicken. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel einen sogenannten Cloud-Speicher benutzen, dann wäre das auch lesbar. Wenn Sie das wirklich nur auf Ihrer Festplatte speichern, ist es nur dann lesbar, wenn Ihr Computer gehackt wurde. Das kann ich Ihnen aber jetzt nicht sagen. Dann mache ich jetzt mal weiter. Die Fragerunde ist vorbei. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 5 Minuten, na, das ist ja toll. Also dann kommen wir mal zu einem weiteren Thema, was also auch unheimlich interessant ist, denn es geht ja hier nicht nur um E-Mails und um Daten, die gespeichert werden, sondern wie kommuniziere ich denn überhaupt? Als ich in den Bundestag kam, du warst ja dabei, Gisela, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hat man mir in einer der ersten Fraktionssitzungen das war so eine Einführungsstunde für Neulinge, erzählt, seien Sie darauf vorbereitet, dass hier mindestens 5 Geheimdienste alle Ihre Telefonate mithören. Und weil Berlin-Mitte halt einfach unheimlich interessant ist. Ich dachte mir, ja, das ist ja toll, aber wie kann ich mich davor schützen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe wirklich was gefunden, was funktioniert. Und zwar gibt es einen Standard zum Verschlüsseln von Telefonaten. Der nennt sich ZRTP. Ich lasse da jetzt mal die Details weg. Ist übrigens auch von diesem Phil Zimmermann, der das PGP entwickelt hat, entwickelt worden. Und es gibt da auch ich lasse mal die ganzen feinen Details, was man dafür alles machen muss, weg. Und sage Ihnen einfach, es gibt eine Software, die läuft zum Beispiel auf iPhone und nennt sich Private GSM. Mit der können Sie mit Leuten, die das auch haben, einfach ohne großen Aufwand verschlüsselt telefonieren. Ohne dass ich jetzt auf die Details eingehe. Das geht natürlich auch sehr viel besser, das geht noch viel schöner, das kann man auch noch alles einstellen, da kann man also auch mit normalen Telefonen telefonieren, aber es bedarf dann einiger Handgriffe. Aber von einem Smartphone zu einem Smartphone, wo beide diesen ZRTP-Standard haben, zum Beispiel mit Private GSM, das empfehle ich deswegen, weil es das einfachste Tool ist, das sich einrichten lässt. Das geht, ist mit 5 Klicks fertig. Und dann kann ich mit anderen Private GSM-Usern und Nutzern auch verschlüsselt telefonieren. Funktioniert wunderbar. Im WLAN funktioniert wunderbar, da wo ich ein schnelles Breitband habe, funktioniert nicht, wenn ich keinen Internetzugang habe. Das läuft nämlich übers Internet und nicht mehr dann über das klassische Telefon. Also wer dazu mehr wissen will, gerne auch mehr da im Weiteren. Das nächste Thema, was auch vielleicht ganz wichtig ist, ich hatte es ja vorhin angesprochen, bei der
bei der Sache, wie funktioniert, dass ich bei E-Mails ja diese Metadaten noch da bleiben. Das heißt, der Absender, der Adressat und die Uhrzeit und die Betreffzeile sind ja einsehbar. Man würde manchmal ja auch ganz gerne anonym bleiben, zum Beispiel insbesondere beim Surfen. Weil wenn ich auf einer Webseite surfe, weiß derjenige, der diese Webseite betreibt, wenigstens meine IP-Adresse. Das ist so eine Art Telefonnummer, also eine einmalige Kennung. Und er kann dann darüber rausfinden, zum Beispiel, wo ich wohne, ungefähr. Deswegen sind auch, wenn man irgendwo auf manchen Seiten surft, kommt die Werbung eingeblendet genau für diesen Wohnort, an dem man wohnt. Woher wissen die das? Die wissen das anhand dieser Telefonnummer, weil die Vorwahl zum Beispiel nicht 0898, der kommt aus München. Und genauso funktioniert das ähnlich bei IP-Adressen, da kann ich das auch nachgucken, wo derjenige herkommt. Ich will das aber vielleicht manchmal nicht, dass man das zurückverfolgen kann, auch über viele andere Dinge. Also kann man das auch anonymisieren. Und das kann man zum Beispiel machen mit zwei Produkten. Eins ist Tor, The Onion Router, das ist weltweit extrem bekannt und beliebt ist. Entwickelt von Jacob Applebaum, der jetzt mittlerweile auf der Flucht in Berlin lebt. Und das andere ist Jondonym, das wurde von der Uni Leipzig oder Dresden, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, entwickelt. Und ist eine deutsche Firma, die das also auch exzellent leistet. Und jetzt muss ich leider aufhören, wie ich höre. Ich hätte noch ganz viele tolle Sachen zu erzählen, wie man zum Beispiel sichere Betriebssysteme macht, Computer komplett verschlüsselt oder sogar ein sicheres Telefon bastelt mit einem eigenen Betriebssystem. Selbst das gibt es. Man muss nicht unbedingt ein Betriebssystem eines amerikanischen Anbieters nehmen. Es gibt ja momentan eigentlich nur 4 Betriebssysteme für Telefone und alle kommen aus USA bzw. / Kanada. Und es gibt aber die Möglichkeit, ein freies Betriebssystem, ein Linux-Betriebssystem auch auf einem Telefon zu installieren. Ubuntu Phone zum Beispiel, das nutze ich. Das ist eine ganz tolle Sache und das funktioniert sogar. Man kann damit telefonieren und lässt sich auch ganz wunderbar benutzen. Und da ist die Sicherheit, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand knacken kann, hacken kann, deutlich geringer als bei den anderen. Oder dass da Hintertüren drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit gegen null. Ich danke Ihnen und wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu. Ich bin noch eine Weile da.